Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der länger. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Sanitäter Fresh Up. Genau, dieses Mal geht es um Herz-Kreislauf-System und zwar Aufbau, also Anatomie und Physiologie. Also, was soll das Ganze? Ja, spannendes Thema mit der Eingangsfrage, was ist eigentlich das Herz, was tut das Herz, wozu brauchen wir das? Organ bei uns im Körper hat entscheidende und wirklich wichtige Rollen, unter anderem den Sauerstofftransport, Nährstofftransport, was haben wir noch alles? Naja, Immunsystem, ne? Wir transportieren Immunzellen durch die Gegend, wir haben das Säure-Base-System, ohne dass alle unsere Zellen unweigerlich sofort kapitulieren müssten. Der Stoffwechsel einfach nicht mehr funktioniert. Ja? Der Blut verschließt aber auch Wunden. Also wenn die Haut, die ja eine sehr eigene Schutzfunktion hat, defekt ist, dann muss das Blut dahin und sorgt eben für Wundverschluss erstmal und dann Wundheilung. Hormone werden in dem Körper durch die Gegend transportiert, nur über das Blut. Ja? Ist also ein Riesensystem eigentlich. Ne? Ja, absolut wichtig. Und so auch das Bekannteste, finde ich, ja? Der System. Hm? Was ist das zentrale Element dieses Systems? Ja, das zentrale Element ist unser Herz. Ja, auf jeden Fall. Wie sich das für so ein zentrales Organ, ich muss mal kurz ein bisschen unserem Herzen näher kommen, wie sich das für so ein zentrales Organ gehört, sitzt das hier zentral im Thorax mit drin. Ja, wir können ihn hier mal so ein bisschen aufklappen. Ja, zur Vorstellung, ne, ist ungefähr faustgroß, also immer die Faust des Patienten quasi. Ja, so ein bisschen versteckt von der Lunge, und hat dann hier also seinen Sitz. So ein bisschen nach links verlagert im Thorax, ihr seht das bisschen hier rüber verlagert, hat die Anschlüsse sozusagen an die Gefäße von oben kommend, ja, und versorgt von da aus als Pumpe den gesamten Körper mit hier eben einer Pumpfunktion hier außenrum in den Körper hinein. Ja? Genau. Ja, wie unterteilen wir das Herz? Wenn wir uns das Herz anschauen, dann können wir das unterteilen in linke und rechte Hälfte. Jetzt in dieser Abbildung ist logischerweise die linke Hälfte bei mir, und zwar nicht, weil ich seitenverkehrt arbeite, sondern wie immer, wir schauen uns ja Patienten von vorne an und deswegen sehen wir die Seiten dann auch spiegelverkehrt. Genau, also bei links und rechts zählt immer aus Sicht des Patienten und niemals aus unserer Sicht, das ist wichtig. Genau, und wie du schon sagst, wir unterteilen linke, rechte Hälfte. Was wir auch unterteilen können, wäre in Vorhöfe und Kammern, das ist auch nochmal so eine Unterteilung, wenn man so will, oben und unten. Ja, genau. Und das Ganze wird dann getrennt, ja, damit wir die verschiedenen Drücke, die also in diesem System vorherrschen, Venen, Arterien, Vorhof, Kammer, alle unterschiedliche Drücke und Druckvarianzen, haben wir das getrennt mit eben vier Klappen. Ja, es gibt die zwei Klappen zwischen Vorhöfen und Kammer, also linker Vorhof, linke Kammer, rechter Vorhof, rechte Kammer, wird getrennt von den beiden Segelklappen. Ja, der Name sagt es schon, die sind so ein bisschen segelförmig angebaut, ja, die haben so ein großes aufgespanntes Segel. Und die anderen beiden sind... Genau, sind die Taschenklappen, auch hier, weil sie taschenförmig sind, also Name ist Programm, ausnahmsweise mal. Ja, stimmt. Letzten Endes kann man sich das auch so vorstellen, dass die Klappen dann auch einen Rückfluss verhindern. Also es ist so ein sehr unidirektionales Einbahnstraßensystem. Das Blut kann und soll eigentlich nur in eine einzige Richtung fließen und unter keinen Umständen irgendwie wieder zurück. Und auch da helfen uns die Klappen weiter. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich glaube, das Herz, also ist bekannt, das Herz hat seinen eigenen Rhythmus, ja, das hat seinen eigenen Taktgeber dafür auch. Und so ein elektrisches System, das so ein bisschen unabhängig ist von allen anderen Muskeln im Körper. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Da kümmern wir uns in einem expliziten Video vielleicht mal drum. Letzten Endes ein Muskel, der ab unserer Geburt bis zum Ende unseres Lebens durchgehend vor sich hin schlägt und arbeitet. Genau. Ja. Ja, und dann betreibt das eben so den Kreislauf. Genau, sind wir einen Schritt schon weiter vom Herzen zum Kreislauf. Wenn man sich den anguckt, wir haben zwei verschiedene Kreisläufe funktional im Angebot, die man sich so angucken kann. Vielleicht magst du ja anfangen.
Ja, gut, gerne. Also wir fangen an üblicherweise mit dem Körperkreislauf. Das ist so der, den die meisten irgendwie auch kennen, wenn sie vom Kreislauf sprechen. Der Körperkreislauf beginnt im Grunde mit dem linken Herzen, also linker Vorhof, linke Kammer, pumpt das durch die große Arterie des Körpers, die Aorta. Das ist so die, würde ich sagen, bekannteste Arterie des Körpers. Hauptschlagader. Genau, auch genannt. Hauptschlagader. Ja, kann man manchmal am Bauch sogar tasten bei sich. Pumpt das in alle Organe mit Ausnahme der Lunge, ja, wo das in diesem Kapillarnetz das Blut dann möglichst großflächig verteilt wird. Da kommt es dann zum Austausch, ne? Sauerstoff wird abgegeben, CO2 wird aufgenommen, Nährstoffe werden abgegeben, Abfallprodukte werden aufgenommen. Und dann geht es zurück über die großen Körpervenen, genau, sammelt sich alles langsam in der Hohlvene und das ist eigentlich schon der Körperkreislauf. Ja? Das heißt, linker Vorhof führt zur linken Kammer, führt zur Aorta und den Körperarterien, zu den Kapillaren und von daher über die Körpervenen und die Hohlvene zurück. Genau, letzten Endes kann man sich das vorstellen wie so eine große, große Hauptstraße, so fängt es an und dann zweigen sich immer weitere Straßen ab, kleinere Straßen, Feldwege, irgendwann kleine Stichwege und am Ende aus vielen kleinen Wegen kommt es wieder zurück zu einer großen Hauptstraße, also der Hohlvene und landet am Herzen und wird dann weiterverteilt und dann sind wir quasi aus dem Körperkreislauf schon raus und kommen in den kleineren Kreislauf, den Lungenkreislauf. Da geht es dann aus dem rechten Vorhof, rechte Kammer in die Lungenarterien, verteilt sich dann in das Kapillarbett der Lunge, also auf die zwei Lungenflügel, wo dann halt Aufgabe der Lunge mit Sauerstoff anreichern, Kohlenstoffdioxid abatmen passiert, also der Gasaustausch und das mit entsprechend Sauerstoff angereicherte Blut macht sich dann über die Lungenvenen auf den Weg zurück wieder in Richtung des linken Vorhofs und damit haben wir den großen Kreis geschlossen. Ja. Was man dabei auf jeden Fall beachten sollte, ist diese Unterscheidung Arterie-Vene. Arterien sind immer die, die vom Herzen weggehen und Venen sind immer die, die zum Herzen zurückfließen. Das hat das Ergebnis, dass im großen Körperkreislauf die Arterien sauerstoffreich sind und die Venen sauerstoffarm. Und hier im Lungenkreislauf ist es genau andersrum. Hier sind die Arterien sauerstoffarm, weil ja das sauerstoffarme Blut erstmal zur Lunge gebracht werden muss. Und es kommt über die Venen dann sauerstoffreiches Blut wieder zurück. Genau. Und damit haben wir es eigentlich auch schon geschafft, einmal ja, das durch ist den so Kreislauf zu laufen. Der Körperkreislauf mit dem Herzen, genau. Einmal im Rundumschlag. Falls ihr das auch für euch selber nochmal durchgehen wollt, die bei uns schon mal so ein bisschen im Sanitätsdienstlehrgang oder in den Fortbildungen waren, die kennen das schon. Das beliebte Spiel, ich bin ein rotes Blutkörperchen. Das heißt, ihr könnt euch gerne einfach im Kopf mal vorstellen, ihr wäret in eurem Körper ein rotes Blutkörperchen und würdet einmal durch euren eigenen Kreislauf durchfahren, fliegen, fließen, weiß nicht, was man da passend sagen würde, und im Kopf einfach mal so ein bisschen durchgehen, welche anatomischen Strukturen ihr da so seht auf eurer Reise. Das ist immer ganz gut, um auch für sich selber zu gucken, ob man das soweit verstanden hat. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Genau, und wir sehen uns dann nächste Folge mit einem anderen Thema wieder.